Mein liebstes Ausstellungsstück in der Ausstellung Schmidt Demokratie Leben ist dieser Kalender, den Helmut Schmidt für seine Frau Loki gebastelt hat. Mein liebstes Ausstellungsstück ist diese Sonnenbrille hinter mir. Mein Lieblingsobjekt in der Dauerausstellung ist das Atomkraftwerkmodell, was hinter mir zu sehen ist. Wir befinden uns hier vor meinen persönlichen Lieblingsobjekten der Ausstellung. Zwar handelt es sich hierbei lediglich um zwei, ja, auf den ersten Blick sehr unspektakulär wirkende Bücher Schmidts. Mein Lieblingsobjekt will ich gar nicht sagen, sondern das aus meiner Sicht interessanteste Objekt der Ausstellung. Ich möchte Ihnen heute mein liebstes Objekt vorstellen. Das ist dieses Foto. Mein Lieblingsobjekt ist der SPD-Mitgliedsausweis von Helmut Schmidt vom 22. Mai 1946. Als leidenschaftliche Brettspielerin bin ich ehrlich gesagt sofort bei diesem Ausstellungsstück hängen geblieben. Mein liebstes Ausstellungsstück stammt aus der Zeit, als Helmut Schmidt Bundesminister der Verteidigung war, von 1969 bis 1972. Meine dritte Begegnung mit Kant, und deshalb ist Kant mein Lieblingsobjekt. Wenn Sie denken, Terrorismus und Lieblingsobjekt passen nicht zusammen, dann haben Sie vollkommen recht. Denn Terrorismus ist schrecklich. Weshalb habe ich dieses Foto für mich ausgewählt? Es ist die persönliche Betroffenheit. Heute darf ich Ihnen mein liebstes Ausstellungsobjekt zeigen, und das ist dieses Fotoalbum, was Sie hier neben mir sehen. Eine Geschichte, die man nicht vergisst und die zusammenhängt mit diesem Foto.